Die Geschichte, verehrte Zuschauer, die wir Ihnen heute erzählen wollen, ist eine merkwürdige und gewiss nicht alltägliche Geschichte. Sie begann damit, dass das deutsche Fernsehen im November vergangenen Jahres den französischen Film Sterne am Mittag zeigte. Es war das, was man eine erfolgreiche Sendung nennt. Wir bekamen viele Briefe, begeisterte Stimmen und auch den Wunsch, wir sollten den Film möglichst bald im ersten Programm wiederholen. Das haben wir dann auch getan. Der Film erzählt von französischen Bergsteigern, die im Mont-Blanc-Gebiet mit Filmleuten zusammentreffen. Abends in der Berghütte erzählt einer der Bergsteiger, er heißt im Film Gérard und spielt in unserer Geschichte noch eine wichtige Rolle, erzählt den Filmleuten ein abenteuerliches Erlebnis aus dem Kriege, das sich in den Bergen abgespielt hat. Ich brauche Ihnen diese Szene im Einzelnen nicht zu beschreiben. Wir wollen sie Ihnen jetzt noch einmal zeigen. Ich kenne eine Geschichte, die könnt ihr niemals hören. Die glaubt kein Mensch. Eine wahre Geschichte? Natürlich. Sie hat sich vor meinen Augen abgespielt. Ein Sturz von 500 Metern. Ein freiwilliger Sturz. Ein Verrückter. Ein Selbstmörder? Nein, er hatte einen Grund. Es war Krieg. Es war nicht in den Bergen? Doch, es war in den Bergen und es war Krieg. 45 am 12. März. Ich werde das Datum nie vergessen. Wir waren auf Patrouille im Mont-Blanc-Gebiet. Wir kamen auf einen kleinen Pass und sollten von da aus die Stellung der Deutschen an der französisch-italienischen Grenze auskundschaften. Trotz der Freude, nach langen Winterabenden wieder einmal im Hochgebirge zu sein, waren wir doch sehr vorsichtig. Die Gebirgsjäger, die uns gegenüber lagen, konnten ja denselben Einfall gehabt haben und auf dem Grat herumspazieren. Zum ersten Mal sah ich den italienischen Hang, von dem aus uns die Deutschen den ganzen Winter über beschossen hatten. Ein paar Meter weiter auf dem Grat bis zur Ronsspitze und wir mussten einen vollständigen Einblick in ihre Stellungen haben. Von unserem Standpunkt aus versuchten wir durch den Morgennebel etwas zu erkennen. Die Deutschen hatten keine Ahnung, dass in diesem Augenblick indiskrete Augen ihre ganzen Befestigungen abtasteten. Plötzlich... Hey! Da läuft einer, 300 Meter entfernt. In Deckung! Lasst euch nicht sehen! Ein Deutscher? Was dachtest du denn? Er hat keine Waffe. Doch, einen Revolver. Ich schieße. Nein, den nehmen wir gefangen. Der kann klettern, der Bursche. Du wirst dich wundern, mein Junge. Großartig.
So ein Pech. Unsere Spuren verraten uns. Hände hoch! Ihr seid doch nicht Franzosen. Français? Ja. Heute bin ich nicht Soldat. Da. Ich habe Urlaub. Ich gehe spazieren. Was machen wir? Gehen wir sofort zurück? Im Gegenteil. Er wird uns auf den Gipfel begleiten und kann uns die Stellungen erklären. Soll ich ihn fesseln? Wozu denn? Hast du den Hang gesehen? Da entwischt uns keiner. Der Weg bis zur Rons Spitze ist nicht leicht, aber unser Gefangener war ein ausgezeichneter Bergsteiger. Er hatte die einsame Klettertour während seines Urlaubs unternommen und war nun ganz verzweifelt darüber, dass sein Verschwinden ihm als Fahnenflucht ausgelegt werden könnte. Aber allmählich verdrängte die Anstrengung des Kletterns den Gedanken bei ihm, dass wir Waffen trugen. Wir hatten es übrigens auch vergessen. Der gefreite Hornle, so hieß er, war um unsere Sicherheit so besorgt, als wären wir seine Kameraden. Achtung, der Fels ist brüchig. Ja, ich sehe es. Ganz unbewusst sahen wir in ihm auch nicht mehr den Feind. Er war für uns einfach ein guter Bergsteiger. Man sieht den Mont Blanc sehr gut. Und den Cervin. Cervin? Ach ja, Matterhorn. Da war ich mal oben. Vor dem Krieg. Ich war auch oben. Aber jetzt kehrt Marsch. Ich will vor Einbruch der Nacht unten sein. Unser Auftrag war beendet und wir hatten wertvolle Auskünfte erhalten. In wenigen Augenblicken sollten wir den kleinen Pass erreichen, wo uns der Deutsche in die Arme gelaufen war. Dann mussten wir nur noch auf der französischen Seite den Hang hinunter. Und für ihn und für uns war das Abenteuer vorbei. So dachten wir jedenfalls. Amerikanisches Corned Beef. Halt! Stehen bleiben! Kommen Sie zurück! Nein! Nein! Da unten.
Der ist wahnsinnig, der bricht sich das Genick. Um das zu wagen, muss man große Angst vor der Gefangenschaft haben. Ja. Ich hätte es ihm gegönnt. Wacht mal, mein Pickel. Das ist doch nicht möglich. Kommt mal schnell her. Später erfuhr ich, dass der gefreite Hornley trotz seiner Verletzungen bis zu den deutschen Linien gekommen ist. Er lag einen Monat im Krankenhaus und das Eiserne Kreuz bekam er auch. Seitdem halte ich jedes Mal, wenn ich am Mont Blanc oder in den Dolomiten bin, Ausschau nach meinem Gefangenen. Ich habe damals von den... Soweit also die Szene aus dem Film Sterne am Mittag. Es schrieben uns daraufhin Leute, ob denn das auch alles wahr sei. Und ob man es nicht erfunden und im Studio nachgebaut habe. Wir bekamen auch einen Brief, in dem dazu eine für uns sehr überraschende Antwort gegeben wurde. Der Brief kam von einem Arzt, Dr. Friedrich Schnitzler aus Nürtingen in Württemberg. Und hier sitzt Herr Dr. Schnitzler neben mir. Herr Dr. Schnitzler, Sie haben uns zum ersten Mal darauf aufmerksam gemacht, dass die Geschichte tatsächlich wahr ist. Jawohl. Zwar habe ich den Film gesehen und es konnte gar nichts anderes gewesen sein als das Ereignis, das sich innerhalb unseres Divisionsabschnittes in den letzten Tagen, kann man sagen, des Krieges 1945 abgespielt hat in der Gegend des Mont-Cenis. Da hatte ich einen Gefreiten namens Hörnle zu verarzten auf einem Hauptverbandplatz, welcher... Sie waren Arzt? Ich war Arzt, jawohl. Und kam der gefreite Hörnle zu Ihnen? Der gefreite Hörnle wurde zu uns gebracht, jawohl. Er wurde gebracht? Jawohl. Und er war verletzt? Er war verletzt, jawohl. Er hatte einen offenen Unterarmbruch rechts, gell? Es schauten die Knochen, die beiden Unterarmknochen, die schauten also da blank hervor. Ja. Die Wunde war etwas verschmutzt, es war alles geschwollen. Er klagte auch über Schmerzen in der Brustgegend, hatte wohl auch den Brustkorb sich verletzt, aber im Großen und Ganzen hat er doch den Sprung immerhin, also was gewesen sein musste, einigermaßen heil überstanden. Ja, und das war also dieser Hörnle, der diese Geschichte erlebt hat? Das konnte niemand anders gewesen sein als dieser Hörnle. Haben Sie von dieser Geschichte gehört? Ich meine, hat Hörnle diese Geschichte erzählt? Jawohl, wir als Ärzte müssten doch fragen, wie sich die ganze Sache zugetragen hat, beziehungsweise ja, wie er zu dieser Verletzung kam, und dann hat er diese Sache erzählt und es wurde dann auch innerhalb der Division publik, die ganze Angelegenheit, wie schon der französische Berichterstatter in dem Film sagt, wurde Hörnle mit dem Eisernen Kreuz ausgestattet. Es wurden damals von Seiten der Division wurde eine Patrouille gemacht, um anhand von Schneespuren nachzuprüfen, ob auch die Angaben des Hörnle stimmten. Und das war der Fall. Warum hat man es ihm nicht geglaubt? Nun ja, ich glaube schon, dass man es ihm geglaubt hat. Es war aber wegen des... Es war dann auch, um das zu rechtfertigen, was dann mit Hörnle geschah, nicht? Das Eiserne Kreuz. Das Eiserne Kreuz, und soviel ich weiß, wurde dann auch vom Obergefreiten zum Unteroffizier befördert. Außerdem wurde dann die Sache zu dieser Zeit noch etwas propagandistisch ausgeschlachtet, nicht? Also der Krieg war doch praktisch schon ziemlich verloren. Es war Ende des Krieges, ja. Und es kam dann ein Tagesbefehl wohl also in der Division heraus, in welcher eben der Fall als aufmunternd bezeichnet wurde, dass selbst aus einer hoffnungslosen Situation heraus dann immerhin noch etwas Gutes daraus werden kann, wenn einer Mut zeigt. Ah ja, ja. Ja, nun muss also ich wieder weiter erzählen. Als wir Ihren Brief bekamen, haben wir uns gesagt, wenn es also den Arzt gibt, der den Gefreiten Hörnle damals behandelt und gepflegt hat, dann könnte es ja vielleicht auch den Hörnle selber noch geben. Wir haben ihn gesucht und bevor wir ihn noch gefunden haben, ist der Film Sterne am Mittag zum zweiten Mal über das Fernsehen gelaufen und wenige Tage später bekamen wir wieder einen Brief, Absender Anton Hörnle aus Konstanz.
Wir mussten ihn nicht mehr suchen. Er hatte sich von selber gemeldet und hier sitzt er nun bei uns im Studio. Herr Hörnle, Sie haben sich nun eben im Film gesehen. Ich weiß nicht, wie einem da so zumute ist. Hat sich die Sache so abgespielt? Ja, so ziemlich. Ziemlich? Ähnlich, ja. Sie waren damals in einer sehr merkwürdigen Situation. Sie sind also gefangen genommen worden und Sie sehen ja, die Franzosen haben diese Geschichte in den Film gebracht. Sie war ihnen wahrscheinlich genauso unvergesslich wie auch Ihnen. Ich wollte Sie fragen, was hat Sie veranlasst, diesen furchtbaren Sprung zu machen? Nun, vor allen Dingen wollte ich meine persönliche Freiheit wieder haben. Denn jeder Bergsteiger, der da oben in über 3000 Meter Höhe sich aufhält, der hat ein ganz besonderes Gefühl für Freiheit, ja, für persönliche Freiheit. Der will frei und ungebunden sein. Und das war Ihnen mehr wert? Das war mir mehr wert. Als die Gefangenschaft, der Krieg war ja nun schon in den letzten Zügen. Sicher, ja. Und Sie sind sehr, sehr schwer verwundet worden. Ja, ich habe den rechten Unterarm gebrochen, schwer gebrochen. Ja, das sagte eben Herr Dr. Und Schnitzler. Herr Hörnle, wie lange hat es gedauert, bis Sie hier von Ihrem Sturz, wo Sie angekommen sind, ja, bis zum Hauptverbandsplatz zurückgekommen sind? Ungefähr 11 Stunden. 11 Stunden? Ja, ich musste 4 Stunden noch klettern. Mit der Verletzung? Ja, ja, mit der linken Hand und mit dem Ellenbogen, mit dem Kinn. So, Hat das wahrscheinlich ausgesehen? Ich meine, hat man ihm das zugetraut, dass er mit diesen Verletzungen noch klettern konnte? Ja, er sah entsprechend aus, das ist klar. Er hat ja die rechte Hand nicht mehr gebrauchen können zum Klettern. Er sagte, Sie er nur mit der linken Hand? Ja, ja, ja. Es war doch sehr schwierig für Sie, sich da fortzubewegen. Ja, es war vor allen Dingen gefährlich, aber es blieb mir ja kein anderer Ausweg. Ich wäre nachts erfroren in der Wand. Ja. Ich musste einfach noch die restlichen 100, 200 Meter abwärts klettern. Jetzt dazu noch eine Frage, die im Film nicht erzählt wird. Ja. Vielleicht eine ganz dumme Frage, entschuldigen Sie. Wie war Ihnen denn zumute, als Sie da unten ankamen? Oh. Wissen Sie, war Ihnen das klar, wenn Sie da runterspringen, dass das der sichere Tod sein kann? Sie sagten Freiheit. Aber die Freiheit war also fast gleichbedeutend mit Tod. Ja, ja. Haben Sie das gewusst? Das habe ich schon gewusst. Haben Sie schon gewusst? Ja, ja. Und Sie haben doch die Hoffnung gehabt, Sie kommen mit dem Leben davon. Ja, wenn man so im ganzen Krieg so viel Glück gehabt hat wie ich, dann rechnet man damit, dass es weitergeht so. Dass es weitergeht so. Ja. Ja, nun hat sie also Herr Dr. Schnitzler wieder zusammengeflickt. Ja. Und durch ihn sind wir auf Sie gekommen. Und nun geht also unsere Geschichte weiter. Wir haben uns gesagt, wenn es Herrn Dr. Schnitzler gibt und wenn es Herrn Hörnle gibt, dann gibt es vielleicht auch noch den Gegner, den Franzosen, einer der Franzosen, der Sie damals gefangen genommen hat. Ja. Und nun, wir haben uns erkundigt, wir haben gesucht über Frankreich und wir haben Ihren Feind von damals sehr schnell gefunden. Ich verrate Ihnen jetzt kein Geheimnis mehr, damals war es eine Überraschung für uns, für Sie wohl auch, dass der Offizier, der Sie gefangen genommen hat, der Gérard in dem Film, der General Alain Le Ray ist, der heute der Militärattaché der französischen Botschaft in Bad Godesberg ist. Und Sie wissen, dass Herr General heute hierher gekommen ist. Aber ich möchte für unsere Zuschauer einfügen, wir haben diese Sendung nicht geprobt und wir haben sie nicht gestellt. Das Fernsehen hat dieses Wiedersehen nach 17 Jahren möglich gemacht und wir sind einfach glücklich, dass wir dabei sein dürfen. Herr General, darf ich Sie bitten? Kennen Sie sich wieder? Guten Tag, Herr General Lehre. Schwer, aber es freut mich außerordentlich, Sie heute so wunderbar gesund und lebendig wiederzusehen. Bitte wollen Sie Platz nehmen. Wir haben ja nun alle den Film gesehen. Ich habe Herrn Hörnle schon eben gefragt, Herr General, wie einem zumute ist, wenn man sich selber im Film sieht. Sie kommen ja auch in dem Film vor, als Gérard.
Sie sind der Gerard in diesem Film. Ja, ich glaube es, ja. Ja. Ich bin derjenige ohne Gewehr. Ich hatte eine Maschinenpistole, ja, so wie ich jetzt mich erinnere. Der hat also die ganze Geschichte erzählt. Ich wollte Sie auch fragen, was ich Herrn Hörnle schon gefragt habe. Hat sich die Sache damals in den Bergen so abgespielt, wie es der Film zeigt? Ja, ungefähr. Ich möchte nur einige Einzelheiten präzisieren. Und zwar, dass, also soviel ich es in Erinnerung behalte, war der Berg, von dem Herr Hörnle kam, mehr ein Schneeberg oder Eisberg als ein Felsberg. Und zunächst war die Stelle, von wo Herr Hörnle hinuntersprang, nach meiner Ansicht viel steiler und tragischer, würde ich sagen. Also noch tiefer? Also, das vielleicht nicht tiefer. Es sah etwas anders. Es war eine Schachtel. Ja. Und eine Schachtel zwischen zwei Felspfeiler. Und im Grunde der Schachtel war so eine Eis- oder Schneewächte, die hing etwas über. Und unter dieser Wächte gab es so einen Steilhang aus Eis, ungefähr 50 Meter, so etwas. Und dann verschwand die Landschaft. Man sah gar nichts mehr, nur einige hundert Meter. Ganz unten sah man die Schneehänge vom Plateau du Mont-Cenis. Ah, ja. So dass es wirklich, also nach meiner Ansicht, als Selbstmord galt, dass man so hinuntersprang. Ich habe ihn eben gefragt. Er sagt, er war sich klar darüber, dass es sein Tod sein könnte. Aber da es ihm im ganzen Krieg gut gegangen sei, hat er gehofft, er kommt auch hier noch mit dem Leben davon. Nun, wir kennen die Situation ja damals nicht, wir kennen sie nur aus dem Film, aber Sie bestätigen uns, dass sie ziemlich genau ist. Ich möchte Sie fragen, es kommt aus dem Film ein sehr kameradschaftliches Verhältnis heraus. Man hat den Eindruck, und das ist meine Frage an Sie, Sie waren nicht sehr daran interessiert, jetzt einen Gefangenen zu machen. Welchen Eindruck hat Herr Hörnle auf Sie gemacht? Ja, also zunächst haben wir gedacht, der Herr Hörnle sei der Spitzenläufer eines Spähtrupps. Und dann haben wir festgestellt, dass er allein war, und er hat uns nachher erzählt, dass er das als freie Bergsteigerei gemacht. Das war für ihn ein Urlaub. Ja, er sagte, ein Urlaub. Ja, und selbstverständlich, in diesem Zusammenhang ist er uns noch sympathischer geworden. Auf alle Fälle hat man, also im Bergkrieg, Gebirgskrieg, stehen sich die Gegner nicht vielleicht in derselben Stimmung gegeneinander wie auf anderen Fronten. Es ist schon etwas vielleicht Ritterlicheres, ein Gebirgskrieg, als woanders. Und zweitens, also als wir festgestellt haben, dass der Herr Hörnle aus reiner Gebirgsbegeisterung diese Besteigung gemacht hatte, ist er uns noch sympathischer geworden. Und selbstverständlich war er unser Gefangener und wir wollten ihn nicht flüchten lassen, selbstverständlich. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, dass er so etwas machen würde, an dieser Stelle. Ja. Das hätte ich persönlich nie getan. Nie für möglich gehalten. Ja, ich bin einigermaßen Fachmann, da ich einige Monate früher oder Jahre früher zweimal aus der Gefangenschaft geflüchtet war, ich persönlich. Aber so etwas hätte ich niemals getan. Niemals. Herr General, ich habe ihn als Beispiel meinen Jägern gegeben. Ach ja, Herr General, also Sie haben ja dafür gesorgt, dass diese Geschichte in den Film gekommen ist. Ich wollte Sie jetzt dazu fragen. Nicht direkt. Nicht direkt? Nein, ein Mitglied von diesem Spähtrupp. Wir waren, soviel ich weiß, zu viert. Vom Französischen? Ja, ja, von französischer Seite. Ich war um diese Zeit Regimentskommandeur. Ich wollte diese Aufklärung selbst führen. Als Regimentskommandeur? Ja. Haben Sie selbst die Patrouille geführt? Ja, weil ich Auftrag bekommen hatte von meinem Divisionskommandeur, den Angriff gegen die deutschen Stellungen am Mont-Cenis zu unternehmen. Und ich wollte diese Aufklärung selbst machen, damit ich ganz genau weiß, wie die Einzelheiten der deutschen Stellungen sich
so wie die Stellungen liegen. Ne? Ja, und da bin ich mit einem Hauptmann und mit einem Oberleutnant und mit einem Jäger da heraufgekommen. Und der eine von diesen Offizieren, der war Reserveoffizier, der hat nachher ein kleines Buch geschrieben mit, also das war eine Zusammenfassung von mehreren Kriegsgeschichten, ja, die im Hochgebirg sich abgespielt hatten. Und im Kern dieser Geschichten stand die Geschichte des Herrn Hörnle. Und nachher hat unser Freund Ishak Marcel diese Geschichte also dargestellt. Das ist der Regisseur des Films, Marcel ja, Ishak. Ja. Aber im Film wird ganz deutlich gesagt, später habe ich erfahren, dass Hörnle mit dem, Hörnle heißt er im Film, er heißt in Wirklichkeit Hörnle, mit dem Leben davongekommen ist und sogar das Eiserne Kreuz bekam. Woher haben Sie das gewusst? Sie haben ihn ja nie mehr gesehen. Ja, einige Wochen nach diesem Angriff haben sich die Deutschen zurückgezogen. Das war das Ende des Krieges. Nicht? Ja. Also kurz vor Ende des Krieges haben die Stellungen am Mosny geräumt und die haben wir besetzt. Und ich kam zum Hospice du Mosny, wo der Gefechtsstand des Kommandeurs des 3. Bataillons, des 100. Gebirgsjägerregiments war. Und da haben wir einige Dokumente gefunden und dazwischen eine Nummer der Zeitschrift der Division, die Gemse hieß das, glaube ich. Die Gams. Ja. Oder die Gams. Die Gams, ja. Ja. Irrtum. Die Gams. Ja, die Bayerisch, die Gams, ja. Die Gemse. Ja. Ja. Und in dieser Nummer stand die Geschichte des Herrn Hörnle. Da haben Sie da habe ich erfahren, dass er, im Leben davon gekommen war. Ich war sehr erstaunt und sehr froh. Aber vorher hatten wir beobachtet von oben, als die angebliche Leiche ganz unten lag, dass diese Leiche sich bewegte. Ich wusste, dass er noch lebte. Aber ich glaubte, er wäre sehr schwer verwundet. Und Ich würde mal sagen, dass ich fürchtete, dass er tot sei. Sie wussten nicht, also, ob er die Sache und den Krieg, nicht nur dieses Abenteuer, sondern auch den Krieg überlebt hat. Das wussten Sie nicht. Nein. Das haben Sie dann erst also erfahren in der Divisionszeit. Ja, ja, ganz genau. Und nun kam die Sache also in den Film und durch den Film ist die ganze Geschichte in die Öffentlichkeit gekommen und so haben wir uns hier gesehen. Sie haben Herrn Hörnle nicht mehr gesehen, Herr Hörnle, nein, Sie auch nicht. Nein, nein, nein. Heute, nach fast 17 Jahren. Das Datum, das der Film angibt, stimmt auch. Ja, 12. März, stimmt, ja. 12. März 1945, genau. Ja. Kurz vor Kriegsende. Ja. Mhm. Darf ich nur noch eine Frage an Sie alle richten? Sind Sie alle Bergsteiger? Noch? Heute noch? Ja, ich bin es. Ich glaube, dass Herr Hörnle ebenfalls. Sind Sie auch Bergsteiger? Ich bin auch Bergsteiger, aber natürlich nicht so wild, wie wahrscheinlich der Hörnle oder Herr General betreibt. Sind Sie ein wilder Bergsteiger? Na, wild kann man nicht mehr sagen. Mein Gott, wenn man verheiratet ist, hat man ja noch Verantwortung. Verantwortung. Ja. Aber ohne Berge kann ich nicht leben. Können Sie auch nicht ohne Berge leben, Herr General? Ja, ich habe gelebt ohne Berge viele Jahre lang, aber sehr schwer. Sehr schwer. Es fehlt mir. Es hätte ja möglich sein können, dass Sie sich, wer weiß das, bei Bergsteigern in den Bergen hätten wieder treffen können, nicht? Aber nun haben Sie sich hier durch das Fernsehen wieder getroffen und wir sind sehr glücklich und dankbar, dass es auf diese Weise ein Wiedersehen gegeben hat. Und ich darf Ihnen allen sehr danken, dass Sie gekommen sind. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, noch viele Bergerlebnisse, aber dann ohne Flucht und ohne Gefangenschaft und ohne Feindschaft.